Aloha, das ist Lucien. Hi. Ich bin der Franz und wir haben euch einen Panzer mitgebracht. Ne? Jetzt hier in Kaiserslautern, in Konrad der Fahrradladen, steht das Scott Patron E-Ride 920. Fire Orange Gloss Black. Das ist wieder so ein Scott-Name für eine Farbe, aber ich verstehe es. Fire Orange, Gloss das Ganze und Black und das geht in einem Übergang darüber. Ne? Das macht Sinn und das versteht man. Scott Patron, das ist ein sehr, sehr geiles Fahrrad, weil es ein unfassbar brachiales Fahrrad ist. Ich glaube, man muss kein Fahrradexperte sein, um zu sehen, dass das Patron wie so ein Panzer ist. Ja, es ist ein ganz neuer Rahmen. Man hat hier ein ganz neues Rad gebaut. Von der Geometrie ist es sehr Moped-mäßig. Man sitzt schön gemütlich drauf. Es ist ein All-Mountain-Rad hier, was alles komplett wegbügeln kann. Also wir haben hier durch die Geometrie hier, dass der Akku sehr lang ist und der ist noch entnehmbar. 750 Watt ist halt das Oberrohr hier, beziehungsweise der Bereich hier vorne am Vorbau relativ hochgezogen. Ja. Und ja, wir haben halt ein sattes Fahrgefühl, ist jetzt nicht das leichteste Rad, aber halt eins, was satt auf dem Boden liegt und halt wirklich... Ich glaube, diesen Moped-Charakter kriegt das Teil auch, weil das durch diese ganze Integration, die wir haben, genau, die wir uns auch mal jetzt anschauen werden, dadurch wirkt das so extrem... Bulky. Ja, es ist, genau, ich suche gerade das deutsche Wort für bulky. Es ist so... Massiv. Ja, es ist ein massives Teil. Das Unterrohr ist dick, denn da ist ein fetter 750 Wattstunden Akku drin. Wie du sagst, entnehmbar. Ja. Super Sache. Dann haben wir den Bosch Performance CX, der aber krass gedreht wurde. Genau, das siehst du hier auf der anderen Seite. Das verlagert den Schwerpunkt des Rades und schützt den Motor extrem, weil dadurch sitzt nicht wie bei allen anderen Fahrrädern der Motor ganz unten und ist quasi der Erste, der alles abkriegt, sondern hier sitzt er schön eingepackt, auch noch hier mit dieser Schutzplatte drüber. Ist auch gut belüftet. Mit Löchern, dass der halt atmen gut, kann, genau. Dass der gut durchströmt wird, ne? Aber das macht wieder diese Integration. Dadurch wirkt das nochmal massiger. Und dann haben wir ja hier einen Fully. Sieht man nicht direkt. Aber diese ganze Einheit hier, da ist der Dämpfer drunter. Da haben wir einen Fox-Dämpfer mit 160 mm Federweg. Diese Kappe kann man auch abmachen. Genau. Das, also es ist quasi so ein bisschen das Pendant zum Spark, nur mit ein bisschen mehr wie Federweg, dass hier auch der Dämpfer integriert und versteckt ist. Ne? Hier sitzt er drin, dann kann ich den warten, dann kann ich da mal Luft drauf geben und kann ihn mit dem Twin-Lock-System steuern. Ne? Ihr seht, das Ding flippt, ich kann ihn locken, alles überhaupt kein Thema. Genau, und er bleibt halt ein bisschen, also er bleibt halt sauber, wird nicht feucht so von dem ganzen Dreckwasser, wenn man durch den Trail ballert, und das schützt das ganze System natürlich und ist halt dann wartungsfreundlicher, weil ich nicht mehr so oft in den Dämpferservice muss. Ne? Sieht aber halt auch einfach geil aus. Ne? Genau. Diese ganze Einheit hier, das macht das Fahrrad so massig und das macht das Fahrrad so geil integriert. Ja. So, während bisher hier die Kappe nochmal drauffuddelt, die er abgebaut hat, schauen wir uns das Ding mal von vorne an, weil da kommt auch nochmal dieser Moped-Look rüber. Wenn ich dir helfen kann, dann sag einfach Bescheid. Ja, ich habe nur richtig. Muss Wunderbärchen. Denn auch vorne ist es ultra bulky. Das ist eine RockShox. Das ist die Domain. Das ist quasi die kleine Schwester von der Sepp. 38er Standrohre, genau, trotzdem. Hat nämlich super breite Standrohre. Das fällt direkt auf. Hat ein saugeiles Casting. Ich stehe da drauf. Mhm. Hier dieses kantige. Sieht cool aus, ja. Sieht super cool aus. Sieht fies aus. Passt generell zu dem Fahrrad. 160 mm Federweg da drauf. Und dann haben wir hier, das ist auch nochmal alles so bulky, ne? Die haben wir schon durchgezogen. Die DB8 SRAMs. Mhm. Und die haben eine Besonderheit. Das ist die erste SRAM-Bremse mit Mineralöl und nicht wie sonst immer mit Dot-Flüssigkeit. Da haben sich schon viele einiges kaputt gemacht, beziehungsweise sich ordentlich Arbeit aufgeheizt, da sie aus Versehen Mineralöl in ihre SRAM-Bremse gemacht haben, die immer nur Dot genommen haben, und das wird jetzt hier geändert. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr in euren Bremsen fahrt. Mineralöl, Dot, oder wie heißt das bei Magura? Das hat irgendwie so Blut, ja, oder? Das heißt Royal Blood, aber im Endeffekt ist es auch Mineralöl. Auch Mineralöl, ja. Nur halt gefärbt. Beim Dot ist es halt so ein bisschen manchmal rötlich. Es gibt ja auch noch Dot 4, Dot 5 oder was auch immer. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Klar, Dot greift halt die
die Leitung ein bisschen an, hat aber den Vorteil mit der Feuchtigkeit, aber wollen das nicht jetzt zu tief. Aber außer ihr wollt es mal, so ein Video über DOT und versus Mineralölflüssigkeit, da können wir auch mal so sowas machen oder Exkurs bremsen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Zum Rad nochmal zurückzukommen. Was ich besonders cool finde, ist, die haben hier schon die Rücklichter fest verbaut. Das ist ziemlich lässig, ja. Und du kannst einfach mal fett hingehen und kannst hier mal das Ding anmachen, ne? Bam, direkt drin. Nicht-Kabel ist auch für vorne auch schon vorgelegt. Vor allem ist das eine coole Stelle. Ne? Weil wenn ich zum Beispiel unterm Sattel mein Licht fahre, ist es hier nicht erlaubt. Ja. Unterm Sattel in Deutschland, witzigerweise, kriegen wir keine Straßenzulassung. Das ist in Deutschland echt zu hart. Ne? Man darf keine Lampe an den Sattelstreben festmachen. Sie muss dann hier sein. Denn vielleicht habe ich mir mal eine für auf privatem Gelände zu fahren, eine Lampe gekauft, die man unter den Sattel macht. Darf man nicht. Das hier ist natürlich eine super sexy Art, die Lampe zu verbauen, denn hier wird sie oft abgedeckt. Wenn man irgendwie eine Jacke trägt, dann hängt die über die Lampe drüber. Klassiker. Und da unten sieht dich jeder. Plus, nicht nur die Lampe, sondern da ist auch noch ein kleiner Mattgart dabei für größere Steinschläge. Da werden die nicht hochgewirbelt. Ja, was ich auch auf jeden Fall witzig finde, ist, wenn wir bei dem Thema Licht sind, was man in Deutschland darf und nicht darf, ist halt, du kennst doch diese Speichenreflektoren, ne? Also die Katzenaugen und dann halt noch die Speichensticks, ne? Ja. Weißt du, was es da auch noch für eine Besonderheit gibt? Nee. Wenn du diese Stifte reinmachen musst, wie viele musst du reinmachen? Stifte? Ja, diese Reflektorsticks. Kennst du doch die, oder? Ja. Wusstest du, dass man die ganze Verpackung aufbrauchen muss bei dem ganzen Rad und dass dann jede Speiche irgendwie voll sein muss, sonst... Ich darf also nicht an vier Speichen das machen. Doch, nee, also man hat es ja sonst gemacht, man holt eine Packung, macht halt die auf das eine Rad, dann noch beim Kumpel noch beim Rad drauf, aber man soll diese ganze Packung auf alle Speichen halt verbrauchen, dass die ganzen Speichen komplett voll sind, dann ist es STVZO-konform. Geil. Aber ich muss jetzt dazu sagen, ich bin noch jemand, der die Katzenaugen als allererstes entfernt oder nie anbaut und dann auch noch die Dummy-Plate, die ja normal dahinter verbaut ist, auch nochmal abschneidet. Die machst du da, zack. Die ist auch schwer abzukriegen oft, ne? So ein Dummy-Plate macht keinen Spaß. Muss ich Low-Kick reinmachen. Dann genau, da, unser Kampfsportler. Highlights an dem Rad noch? Die Optik auf jeden Fall. Integration haben wir ja schon gesagt. Twin-Lock natürlich, mal wieder an Bord, ne? Das heißt, ich kann das Fahrwerk vorne, wie halt im Hinten, mit einem Drücken in den sogenannten Traction-Mode reinmachen. Das heißt, ich habe ein Fahrwerk, was ein bisschen steifer ist, es dämpft nicht mehr so viel rein, es wird nach hinten raus progressiver. Ne? Das heißt, er dämpft mir nicht alles weg und wenn ich dann halt den Berg hochklimpen will, drücke ich nochmal drauf und dann ist der Dämpfer hier auch fast schon zu, die Gabel ist zu und dann kann ich halt wie Rakete hochfilzen. Es ist vor allem egal, was deine linke Hand bei diesem Fahrrad hier alles macht. Ja, hier kannst du wirklich, das ist die Kommando Space. Also. Das ist so ein bisschen wie so ein Raumschiff fliegen, nur mit einer linken Hand. Der Daumen regelt alles hier, dann geht der Daumen hoch, regelt alles hier, steuert das Display. Man ist schon wirklich ein echter Pilot, weil du hast hier das Menü, was du dann hier rechts und links durchswipest. Ne? Also du hast ja erstmal OK drücken. Genau, hier hast du die Power und die Wattstunden, ob du mit dem Zeiger, wenn der nach links zeigt, bist du unterdurchschnittlich unterwegs von der Trittfrequenz. Wenn der nach rechts zeigt, gibst du mehr System rein. Also hier Kadenz und hier oben Power. Und dann kannst du dich hier durchswitchen, ne? Die ganzen Features, Höhen. Ohne dass du irgendwie eine Hand vom Lenker nehmen musst und hier den rumtippen. Power hoch, runter, dann die Twin-Lock, die Sattel, die Dropper Post, also man kann schon viel links machen. Ne? Und rechts ist eigentlich nur noch bremsen und schalten. Ne? Ja. Also es ist schon eigentlich, wenn du schnell und viel durch ruppiges Gelände fährst, viel, was man manuell steuern kann. Ne? Mittlerweile. Ne? Was rufst du für dieses Gerät auf? 6.299 Euro. 4 Kolben vorne wie hinten und große 203 mm Rotoren. Das heißt, wir können mit dem Rad auch, was in der Masse gut runter den Berg knallt, auch gut verzögern. Ne? Ich finde, das Rad ist ein gutes Hybridrad. Damit fährst du sowohl mal zum Eisladen oder du commutest damit zur Arbeit. Ich finde generell, zur Arbeit commuten macht schon Spaß, wenn du ein Folie hast, weil es einfach sehr, sehr angenehm ist und du sitzt sehr, sehr aufrecht bei dem Rad. Aber du kannst es auch mal im Bikepark runterjagen. 160 mm Federweg. Das Ding, wie du sagst, bügelt alles ganz entspannt weg. Hat natürlich auch sein Gewicht, aber federt dafür auch ordentlich. Du hast 26,9 Kilo, ist ein All-Mountain mit einem leichten Enduro-Hauch wegen den dicken Standrohren und dem Federweg. Und wir haben auch noch eine schöne 12-Gang XT-Schaltung, das heißt eine sehr hochwertige Schaltung mit über 500% Bandbreite, wo man auch wirklich gut den Berg hoch und runter fahren kann. Ne? Und das Ganze in Fire Orange Gloss Black. Den hier muss ich machen wegen dieser Kommandos.
Voyager. Steuereinheit. Ja, Voyager. Schick.